Sehr gut, mein Kartonhaus für Vitamine ist schon fast fertig und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Centex-Abi. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es, ich baue hier gerade ein richtig cooles Kartonhaus. Oh yeah. Beziehungsweise ein Kartongefängnis. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso. Das Ganze baue ich hier für meinen besten Freund Vitamine. Und meine Aufgabe wird es heute sein, Vitamine in mein selbstgebautes Kartongefängnis einzusperren. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey Sandy, wieso sperrst du Vitamine in ein Kartongefängnis ein? Das werdet ihr zusammen sehen. Vitamine muss nämlich richtig viele Hausaufgaben machen, aber er ist einfach sowas von faul und macht nichts. Und deswegen müssen du und ich ihm eine Lektion erteilen. Wir klingeln mal bei ihm. Vitamine. Oh, die blöden Hausaufgaben. Papier, Papier, Papier. Oh nein. Hey, Vitamine, mach mal die Tür auf und warte mal, was macht der da, Freunde? Hallo, was machst du denn hier? Hey, Vitamine, und bist du fertig mit deinen Hausaufgaben? Papier, und hey, hör auf, mich abzuwerfen. Boah, Hausaufgaben sind langweilig. Hier, bitteschön. Hey, was? Nein. Stopp, stopp, stopp. Ey, du kannst doch hier nicht... Warte mal. Du kannst doch hier nicht einfach deine Hausaufgaben hier rumwerfen. Los, jetzt mach die. Nö. Keine Lust drauf. Wie, keine Lust, aber... Lieber mit meinem Hacker-Laptop. Oh, Hacker-Laptop, wie geht's dir? Och, Mann, ey, Vitamine, Freunde, ihr seht es. Vitamine macht einfach seine Hausaufgaben nicht. Und warte mal, 2 plus 2 gleich Pflicht? Ist das dein Ernst? Ist doch richtig. Oh nein, du musst doch so viel lernen. Aber Vitamine, ich sag dir eins. Mann, du wenn Idiot. Du 2 plus 2 ist 4. Hey, cool. Du wirst sogar von deinem Hacker-Laptop ausgelacht, ey. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Du denkst hier, du kannst deine Hausaufgaben einfach nicht machen. Dir. Ja, 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 hey. Wir werden schon sehen. Okay, tschüss. Oh Mann, ihr habt es gesehen, Freunde. Vitamine ist einfach ein richtiger Faulpelz. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als Vitamine in dieses Kartongefängnis einzusperren und ihn dann zu zwingen, seine Hausaufgaben zu machen. Und ich hoffe, daraus wird er lernen. Okidoki, dann würde ich sagen, wir holen hier die ganzen Kartonblöcke und so weiter raus. Und dann beginnen wir hier mit unserem Kartongefängnis. Ich meine, wir sind ja schon fast fertig. Und Vitamine, sicher, dass du deine Hausaufgaben nicht machen willst? Oh, nö, ich mach die nicht. Ich hab keine Lust drauf. Okay, du wirst schon sehen, was du davon hast. So, Freunde, dann bauen wir hier das Kartongefängnis noch hier schön zu Ende. Ich bin ja schon gleich fertig. Und dann werden wir hier drinnen... Und dann werden wir ihn irgendwie trollen und einfach hier drinnen einsperren. Darauf freue ich mich schon super sehr. Und ich hoffe, er wird daraus lernen. Weil, Freunde, ihr müsst immer eure Hausaufgaben machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ja, mein bester Freund ist manchmal ein kleiner Faulpelz und hat keine Lust. Und deswegen muss ich ihm erstmal ein bisschen helfen. Und, jetzt schläft er, ey. Wie so ein kleines Murmeltier. Eieiei. Schlaf ein, kleiner Vitamine. Oh, Mann. Was ist denn da los, ey? Der muss auch total viel lernen. Und jetzt ist er einfach eingeschlafen. Aber umso besser für uns. Wir dürfen uns natürlich auch nicht erwischen lassen. Und dann sperre ich hier alles ein. Oh, ja, wie cool sieht das denn aus? Ich muss auf Toilette. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die Wurst kommt. Hey, Moment mal. Ruhe da hinten, ey. Ich will das nicht hören. So, jetzt ganz, ganz schnell. Wir bauen hier alles zu. Oh yeah, Freunde. Und da sind wir schon mal mit unserem Karton aus von außen fertig. So sieht das Ganze aus. Aber wir wollen natürlich auch noch was innen bauen. Dafür habe ich mir auch hier sehr, sehr coole Sachen vorbereitet. Weil ich weiß ja nicht, wie lange der Schusselkopf da drinnen bleiben wird. Ich bin eine Karotte. So, Freunde. Da kommt hier das Bett hin. Hier kommt eine kleine Toilette. So, dann machen wir hier noch so ein bisschen Deko und so. Und natürlich hier die Tische, damit Vitamine seine Hausaufgaben machen kann, dürfen auch nicht fehlen. So, wir machen hier die Stühle hin. Das sollte, denke ich mal, reichen. Dann bauen wir hier das Kartongefängnis zu. Und dann sind wir fertig mit unserem selbstgebauten Kartongefängnis.
Karton-Gefängnis! Yippie! Yeah! Schaut euch das mal an, Freunde. Wir haben hier alles, was man braucht. Und aus diesem Gefängnis wird der nicht so leicht entkommen. Okay, jetzt brauchen wir aber noch einen Plan, wie wir ihn anlocken. Aber lasst das mal mein Problem sein. Aber, Freunde, schreibt auch mal jetzt gerne in die Kommentare. Findest du, Vitamine hat es verdient, hier das Gefängnis eingesperrt zu werden? Und wenn du willst, dass Vitamine endlich seine Hausaufgaben macht, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Weil auf euch hört er immer. So, dann gehen wir mal zu meinem besten Freund rüber. Vitamine, hallo. Oh, hallo. Hey, Sandy. Hey, na, lang nicht mehr gesehen. Und wie weit bist du mit deinen Hausaufgaben? Noch nicht weit gekommen. Und du? Warte mal, hast du überhaupt angefangen? Ja, nee. Das dachte ich mir schon. Aber egal, ich glaube, du hast wirklich recht. Hausaufgaben sind wirklich nicht so wichtig. Oh, yeah, die sind voll langweilig. Ich habe gar keine Lust mehr, Sandy. Genau, deswegen will ich dir eine viel, viel coole Überraschung zeigen. Aber dafür musst du deine Augen schließen. Oh yeah, Augen schließen. Hoffentlich gibt's eine Überraschung. Oh yeah, es gibt eine super coole Überraschung. Okay, jetzt einmal geradeaus. Genau, die Augen sind geschlossen. Und jetzt einmal geradeaus, Vitamin. Oh yeah, Freunde. Ich würde sagen, wir brechen das Gefängnis jetzt hier auf. Und hallo, wohin? Hey. Nein, warte. Ach, ich schubse dich dahin. Ab so. Geht es. Oh, da rein. Oh yeah. Und jetzt kannst du deine Augen aufmachen. Warte mal. Wo bin ich denn da? Oh ja, Vitamine, du bist jetzt in unserem selbstgebauten Kartongefängnis eingesperrt. Ich will hier wieder raus, ey. Oh, lass mich hier. Oh, warte mal, da muss ich schon lange raus. Ah, das kannst du vergessen. Wir sehen uns gleich wieder. Oh ja, der erste Schritt hat schon mal sehr gut geklappt. Und jetzt müssen wir nur noch Vitamines ganzen Schulbücher abholen und ihn dann zwingen, seine Hausaufgaben endlich fertig zu machen. So, wir schleichen uns mal ganz, ganz kurz rein. Und hier, Vitamine, deine Hausaufgaben. Und wenn du aus diesem Gefängnis entkommen willst, musst du erstmal deine Hausaufgaben zu Ende machen. Nee, dann bleibe ich lieber 20 Millionen Jahre noch hier drinnen. Das glaube ich nämlich nicht. Ich mache mal hier ein bisschen was auf und hey, los, setz dich jetzt sofort an den Tisch. Ich habe dir was reingeworfen. Ja. Oh Mann, ich habe aber keine Lust, ey. Oh doch, es gibt jetzt Nachhilfeunterricht von Professor Herr Dr. Sen. Tex und Vitamine, bist du eingeschlafen? Ich muss Mann, das ist langweilig. Hey, du fängst doch gerade erst an. Komm, ich helfe dir auch dabei, versprochen. Okay, bin ich mal gespannt, ey. Genau, was für Hausaufgaben hast du denn auf? Erzähl mal so. Mathematik, glaube ich. Also, oh, ich kenne mich ja gar nicht. Mathematik, dann hau mal raus. Komm schon, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. 7 plus 7 ist 24. Yeah, oh, knapp daneben. 7 plus 7, Freunde. Was ist 7 plus 7? Schreib es genau jetzt unten in die Kommentare. Und, oh ja, Freunde, ich sehe schon ganz, ganz viele richtige Antworten. Und 14 ist die richtige Antwort. 12, gut eingeschrieben. Dankeschön. Eieiei, das kann nicht sein, aber das machst du doch schon wirklich sehr, sehr gut. Und warte mal, Vitamine, dass du nicht drin verhungerst. Ich gebe dir eine leckere Tomate. Bitteschön. Oh Mann, dankeschön. Oh, hier, warte, ich werf dir das von hier einfach auf die Seite. Und ja, komm, feines Hündchen. Hol dir die Tomate, ey. Oh, hier. Ey, das machst du sehr gut. Das ist eine Soße. Was machst du da? Aber ich glaube, du hast noch nie in deinem Leben so viel für die Schule gemacht. Ich glaube... Oh, ja, und ich finde das voll langweilig. Hey, ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Das könnte ja dein neues Zuhause sein. Du wirst oder wir könnten auch mit Karottensaft spielen. Das ist die Belohnung, Vitamine, wenn du alle deine Hausaufgaben fertig gemacht hast. Dann spielen wir mit Karottensaft. Genau, warte mal. Das hier, Vitamine, wird deine Belohnung sein. Oh yeah. Eine Karotte. Genau, eine Karotte, yeah. Aber die hier ist viel wertvoller. Wow, von wo hast du die denn? Und Moment, du willst ausbrechen. Schnell, schnell, schnell alles zumachen. So, du bleibst jetzt erstmal drinnen, Vitamine. Und ich will erst, dass du da wieder rauskommst, wenn du fertig mit deinen Hausaufgaben bist. Oh Mann, Sandy, aber du weißt, ich bin echt ein kleiner Dummi. Ich kann sowas nicht. Hey, du schaffst das schon nicht, meine Freunde. Schaut ihn euch an, ey. Der sieht doch total intelligent aus, der Junge. Mann, Sandy. Ach, Vitamine, also ich weiß nicht, was du hast. Mir geht es super gut, ey, wie ich dir so zugucke, wie du in meinem selbstgebauten Kartongefängnis sitzt. Aber, ach, ich bin richtig müde. Ich gönne mir ein kleines Nickerchen und ruf mich wieder, wenn du fertig mit deinen Hausaufgaben bist. Gute Nacht.
Gut, dass ich eine Riesenaxt mit habe. Und mit der Riesenaxt kann man auch ausbrechen. Warte mal, was ist hier los? Hey, Freunde! Vitamine bricht aus dem Kartongefängnis aus! Rein mit dir! Hey, Autschi, Autschi! Hör auf und hey! Oh mein Gott, und nein, Vitamine, was soll das? Oh, und jetzt gibst du erstmal deine Axt, damit du nicht mehr ausbrechen kannst. Her damit. Warte mal, das kann nicht wahr sein. Vitamine. Oh Mann, hast du wenigstens deine Hausaufgaben gemacht? Und 3 plus 3 ist auch Fisch, was soll das? Gib mir deine Axt her. Oh Mann, Freunde. Also irgendwie hat das Ganze nicht so gut geklappt. So, und dann machst du jetzt meine Hausaufgaben. Wie, das kannst du vergessen. Ich werde nie im Leben. Hey, warte, stopp. Vitamin, du kannst doch jetzt nicht weggehen. Wir beide reden jetzt miteinander. Oh Mann, Freunde. Und Vitamine, was hast du hier geschrieben? Mach meine Hausaufgaben oder du kommst hier niemals mehr raus. Ja, aber was soll ich denn hier machen? Mach die Hausaufgaben. Tschüss. Oh nein, und hey, stehen geblieben. Warte, wir können doch über alles reden. Komm her und warte mal, Freunde. Und ich komme in 2 Minuten wieder. Bis dahin sind die Hausaufgaben fertig. Hey, oh Mann, Freunde, jetzt sind wir eingesperrt. Was schreibt er hier? 4 plus 3 ist gleich der schiefe Turm von Pisa. Moment mal, was ist das denn? Der vertauscht die ganze Zeit hier die Fächer und ach, es stinkt ja auch total drinnen. Das hat echt ganz und gar nicht gut geklappt. Nun sitzen wir in unserem eigenen Kartongefängnis und müssen Vitamines Hausaufgaben machen. Und er hat immer noch nicht dazugelernt. Aber Freunde, ich hoffe, ihr habt dazugelernt. Macht immer schönere Hausaufgaben, sonst werdet ihr irgendwann eine Karotte wie Vitamine. Und das wollt ihr ja nicht. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.